Tschüss, liebe Parents, liebe Altwählerinnen, liebe Neuwählerinnen, liebe Klimainteressierten. Cool, dass ihr eingeschaltet habt. Wir freuen uns, mit euch unsere Landtagswahlkandidaten zu prüfen, inwiefern sie klimatauglich sind. Und warum sind wir hier? Warum wollen wir überhaupt, dass sich irgendetwas für das Klima verändert? Wenn wir hier hinter uns schauen, dann haben wir hier die Welttemperatur, wie sie sich in den letzten Jahren entwickelt hat. Wir sehen, am Anfang war es so ziemlich durchschnittlich blau, also eher etwas kühler. Dann hat so die Industrialisierung angefangen und gegen Ende sieht man ganz deutlich, gerade da, wo viel CO2 oder andere Klimagase ausgestoßen worden sind, gingen die Temperaturen krass nach oben. Und das macht für uns langfristig ein Problem. Jetzt stellen wir ganz kurz die LandtagskandidatInnen vor. Herzlich willkommen, Nicole Heger von Bündnis 90 Die Grünen. Ja, vielen Dank. Herzlich willkommen, Uli Hoppenberger von der CDU. Guten Tag. Herzlich willkommen, Alexandra Nohl von der SPD. Und herzlich willkommen, Timo Imhoff von der FDP. Hallo. Doch warum das Klima eben so wichtig ist für uns, das wird nun Dennis Möller uns erklären. Ich freue mich, dass ich heute hier sein kann und etwas über den Klimawandel als Einleitung bringen kann. Der Klimawandel ist aber ein großes Thema. Ich werde kurz über die Auswirkungen des Klimawandels für die Region Bruchsal berichten. Ich denke, in dieser Runde können wir den Klimawandel einfach mal voraussetzen. Er ist Fakt, das wissen wir mittlerweile eigentlich alle. Hier aber jetzt die Mitteltemperatur nicht der Erde, sondern von Baden-Württemberg. 1881 bis 2019, blau natürlich kalte Jahre und ja, von links nach rechts sieht man, es ist ein sehr buntes Bild, aber dennoch ist der Trend, denke ich, eindeutig und man sieht, dass ja in den letzten 140 Jahren, seit 1880 bis 2020, die Temperatur schon um 2 Grad gestiegen ist. Hier, das sind die Temperaturen für die Region Bruchsal. 4,5 Grad, das bedeutet ungefähr sowas. Im Winter eher 10 Grad, ein mittlerer Wintertag, Höchsttemperatur. Im Sommer über 30 Grad im Mittel. Das bedeutet, 40 Grad würde man jeden Sommer sehen. Und Schnee gibt es im Winter fast gar nicht mehr. Und das ist halt keine Utopie. Dennis, wir bedanken uns bei dir. Vielen Dank, dass du den Vortrag gemacht hast. Wir kommen jetzt zur KandidatInnen-Vorstellung. Nicole, wir fangen gerade mal mit dir an. Wunderbar, vielen Dank. Landtagswahl ist Klimawahl. Das finde ich eine super Überschrift für die Veranstaltung heute. Hat mich sehr gefreut. Wer meine Wahlplakate gesehen hat, weiß, das ist eines meiner Herzensthemen. Die Grünen haben sich ja vor 41 Jahren gegründet. Jahrelang war Klimaschutz aber trotzdem Thema für irgendwelche Hardcore-Umweltschützer. Und wurde auch überhaupt nicht mit der Wirtschaft zusammengedacht. Bis 2022 sind in unserem Land ja dann auch endlich alle Atomkraftwerke abgeschaltet. Das ist ja so ein zentrales grünes Thema auch immer gewesen. Was bleibt, ist natürlich der Atommüll. Also es wird allerhöchste Eisenbahn, dass man endlich aktiv wird und dass man nicht nur von Klimaschutz redet, sondern endlich auch was macht. Wir haben aber bei uns in Baden-Württemberg seit 2013 auch schon ein Klimaschutzgesetz gehabt. Maßnahmen sind natürlich zu wenig auf den Weg gebracht worden. In der Novelle für das Gesetz konnte jetzt mal zumindest eine Solarpflicht auch für kommunale Gebäude und Parkplätze verankert werden, was ja auch zentral ist für den Ausbau von der Photovoltaik. 5 Monate Verhandlungen für 12 Eckpunkte mit der CDU zeigen allerdings, wie schwierig Klimaschutz umzusetzen ist, wenn man in einer Koalition ist. Die Pflicht für die privaten Gebäude, die haben wir ja leider überhaupt nicht verankert gekriegt, ist vielleicht so ein Thema für die nächste Legislaturperiode. Und da haben sich ja auch andere Parteien Klimaschutz auf die Fahne geschrieben. Was es ja bei uns inzwischen gibt, ist ja eine verpflichtende Wärmeplanung für Kommunen über 20.000 Einwohner. Damit kann hoffentlich auch in dem Sektor der Brennstoffe endlich was passieren, damit wir diese fossilen Brennstoffe auch loswerden, die in vielen Haushalten ja auch drin ist. Wir müssen in allen Sektoren CO2 einsparen. Eine CO2-Bepreisung ist da natürlich sinnvoll. Immerhin führt ja unsere Landesregierung einen CO2-Schattenpreis von 180 Euro ein. Da schauen wir mal, wie weit wir da in anderen Bereichen kommen. Wir haben ja die Industrie, wo wir auf jeden Fall einsparen müssen. Wir wissen, wir brauchen eine Mobilitätswende im Land, die MitbürgerInnen dazu ermutigen,
die Mobilität zu ändern, damit wir weniger oder gar keine Autos in Zukunft brauchen und wenn, dann natürlich CO2-freie Mobilität. Im Moment ist es eindeutig das E-Auto, da müssen wir die Infrastruktur auch ausbauen. Das Schienennetz muss weiter ausgebaut werden, Waren auf die Schiene. Landwirtschaft, da geht es auch um Tierhaltung. Das dürfen wir natürlich auch nicht vergessen und nicht immer nur an den Energiesektor denken. Uli, wir kommen jetzt zu dir. Du hast die Bühne. Ja, vielen Dank. Ich greife auf, was die Frau Hege gesagt hat. Es ist in den letzten 10 Jahren viel zu wenig passiert. Da frage ich mich immer, wer die Regierung geführt hat in Baden-Württemberg, wer den Ministerpräsidenten gestellt hat. Also wir waren es nicht. Spielt aber keine Rolle. Solche Zuspitzungen müssen durchaus aber mal sein, weil ich glaube, wir müssen ja auch kontrovers diskutieren. Und wenn wir in Baden-Württemberg, was den Anteil der regenerativen Energien an der Stromerzeugung bei 31% liegen. Jetzt aber zu den Inhalten. In der Tat, wir müssen nach vorne blicken. Und das, was ja der Herr Müller vorgestellt hat, ist ja durchaus alarmierend. Deswegen haben wir jetzt in unser Regierungsprogramm verschiedene Dinge hineingeschrieben. 2 hat die Frau Heger schon gestreift. Das Klimaschutzgesetz ist novelliert worden. Es ist hineingeschrieben worden, eine Photovoltaikpflicht. Diese Photovoltaikpflicht haben wir hineingeschrieben, auch für Gewerbegebäude und für die Parkplätze. Das ist gesagt worden, das ist ein erster Einstieg. Was und wie da noch etwas folgen muss, das muss man sehen. Ich persönlich bin der Auffassung, dass demjenigen, der sein Haus baut, nicht unbedingt vom Staat vorgeschrieben werden muss, dass er Photovoltaik als regenerative Energie verwenden kann. Er kann auch Erdwärme nutzen, er kann andere Möglichkeiten nutzen. Das unterscheidet uns von unserem Koalitionspartner im Moment. Aber eine einseitige Festlegung lehnen wir ab, ohne das Ziel aus dem Auge zu verlieren. Uns ist auch sehr schwer gefallen, ein ganz wichtiges Ziel zuzusetzen, durchzusetzen. Und darauf möchte ich mich abschließend konzentrieren. Seit dem 1. Januar gibt es die Klimaschutzstiftung in Baden-Württemberg. Vom Koalitionspartner massiv behindert in der Entscheidungsfindung, am Schluss dann doch ein Stück weit mitgegangen. Und diese Klimaschutzstiftung ist einmalig in der Bundesrepublik. Wir werden damit in die Lage versetzt oder auch andere in die Lage versetzen, mittelfristig CO2-neutral zu werden. Wir streben das Ziel an, bis 2026 eine klimaneutrale Landesverwaltung zu haben. Wir brauchen intelligentere Verkehrssysteme, wir brauchen vernetzte Verkehrssysteme. Wir wollen in Zukunft bei den Verkehren auf eine Mischung setzen. Wir lieben den Fahrradfahrer, aber wir haben auch den Autofahrer, der will das ganz deutlich sagen. Vielen Dank. Wir danken und als nächstes ist die Alex dran. Ja, einen wunderschönen guten Tag auch von mir. Ich war selbst bei den Naturfreunden dabei und bin seither immer wieder am Thema dran, schon in frühester Jugend und natürlich ganz eigener Schule und später auch friedensbewegt. Und in Naturschutz aktiv hat es mich immer wieder umgetrieben. Wie kann man die Welt verbessern? Was kann man besser machen für die Tiere, für die Natur und natürlich für die Umwelt? Dazu kam dann in den letzten Jahren der Klimawandel. Wir brauchen eine dezentrale Energieversorgung. Dazu gehört natürlich auch die Solarpflicht bei allen Bauten, nicht nur bei den gewerblichen, sondern auch bei den Neubauten. Wir müssen die Dekarbonisierung einfach auf diesem Weg vorantreiben. Da gehört natürlich ganz klar dazu, dass der ÖPNV vereinfacht wird mit einem Verbund der Verkehrsverbünde. Wir brauchen das 365-Euro-Ticket und eine gute Radfahrinfrastruktur, um es den Menschen vor Ort zu erleichtern, überhaupt da mitzumachen. Da gehört es genauso dazu, dass wir die kleinen Dörfer anschließen an einen guten Verkehrsverbund, an eine gute Taktung, an zuverlässige und gut ausgebauten ÖPNV. Deshalb ist für uns wichtig, in Forschung zu investieren, in neue, in regenerative Energien, in neue Energien und vielleicht auch in Energien, die wir heute noch gar nicht kennen. Power to Gas muss man weiter ausbauen. Wir müssen die Geothermie voranbringen. Wir müssen da, wo es Sinn macht, auch Windkraftanlagen aufstellen, um möglichst viel dezentrale Energieversorgung zu sorgen, damit wir aus der CO2-Verstromung aussteigen können und gemeinsam hier vor Ort leben können. Ja, vielen Dank, Alex. Timo, du. Ja, vielen Dank. Mein Name ist Timo Imhoff. Ich bin 46 Jahre und Lehrer an einer Gemeinschaftsschule für Technik und Sport. Und ich denke, dass auch die Klimabildung einfach einen höheren Stellenwert bekommen sollte, sodass die Kinder schon in frühester Jugend an das Klima besser herangeführt werden. Was ist Klimaschutz? Also da muss verstärkt auch in den Schulen das Thema Klimaschutz hervorkommen. Ich denke, dass man
schon hier mehr ansetzen muss, zukünftig auch diese Klimabildung in die Schule zu bringen. Ja, ich engagiere mich seit über 30 Jahren bei der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft als Einsatzkraft und ich habe diese Auswirkungen ja schon hautnah erlebt. Ich war auf vielen großen Katastrophenschutzeinsätzen, vor allem in Hochwassergebieten. Ich war in Ungarn beim großen Hochwasser, ich war in Italien schon beim großen Hochwasser. Und wir sehen das nicht nur erst seit den letzten Jahren, sondern im Prinzip kann man sagen, seit 15 Jahren erleben wir immer mehr solche Starkregenereignisse, die Auswirkungen auf uns haben. Und wir haben es ja auch vor einigen Jahren im Bruchsal erlebt. Wo setzen wir an? Die FDP, und das finde ich auch ganz gut, so wie wir es machen, setzen auf Technologieoffenheit. Wir sagen also nicht, wir wollen eine Technologie haben oder eine andere abschaffen, sondern wir sagen, wir setzen auf Innovationen in diesem Bereich. Das Thema E-Fuels oder Wasserstoff wurde ja heute schon genannt. Und da sage ich einfach, warum muss ich denn immer alles verbieten? Lasst uns das doch weiterentwickeln. Es gibt bestimmt gute Ansätze auch für die E-Fuels als Beispiel, wenn man das dann ablösen kann, also den normalen Diesel ablösen kann, finde ich das super, aber nicht zum jetzigen Zeitpunkt. Auch die Thema Batterieelektrik finde ich, das als einzigste Innovation zu nehmen, finde ich sehr schade, weil es gibt einfach noch andere Möglichkeiten und Batterien, weiß man ja auch, die müssen ja auch irgendwo produziert werden und sind ja auch nicht ganz so umweltfreundlich, wie man das also denkt. Deswegen sagen wir, ja, wir brauchen eine Innovation, aber die muss technologieoffen sein, um eben hier weiter voranzukommen. Geothermie wurde noch angesprochen, da möchte ich auch ganz kurz was dazu sagen. Wir haben ja in Baden-Württemberg verschiedene Geothermie-Projekte, die sind nicht ganz unumstritten. Es gibt ja diese tiefe Geothermie. Da muss ich ganz ehrlich sagen, da muss man ein bisschen aufpassen, welche Geothermie-Projekte, dass man da wählt. Es gibt ja verschiedene Formen. Also auch da will ich nicht unbedingt sagen, die ist gut oder die ist schlecht. Diese Tiefenbohrung, wie man es bei Kehl unten kennt, die löst ja auch ein paar Proteste unten aus, weil es ja auch dann entsprechende Erdbeben gibt. Ja, also kleine Erschütterungen oder auch bis zu größeren Erschütterungen. Das hat man ja mittlerweile auch nachgewiesen, dass es daher kommt. Von daher muss man offen sein für solche Technologien und das auch entwickeln. Und wir setzen eben ganz stark auf den Menschen auch und auf die Freiwilligkeit, immer alles zu verbieten und nur vorzugeben, finde ich persönlich auch nicht richtig. Ich habe selber ein Haus und möchte selber entscheiden, ob ich jetzt welche Wärmekraft ich hier einsetze und welche Innovationen ich nehme, ob es jetzt eine Solarzelle ist oder ein kleines Windrad, was ich mir auch anschaffen könnte. Aber das möchte ich selber entscheiden können. Und da setzen wir einfach an und das möchte ich auch soweit und unsere Partei auch soweit durchsetzen. Danke, Timo. Die Fridays haben sich gegründet, um das, was mal in Paris entschieden wurde, nämlich das 1,5-Grad-Klimaziel einzuhalten, um dem Nachdruck zu verleihen, weil wir eben gerade aktuell es nicht einhalten würden, wenn wir so weitermachen. Schön, dass wir Parteien da haben, die prinzipiell dieses Ziel als wichtig erachten. Jetzt lasst uns mal genauer hinschauen. Um das umzusetzen und die 1,5 Grad nicht zu reißen, brauchen wir viele verschiedene Maßnahmen. Wir würden gerne mit euch ein paar wichtige Maßnahmen durchsprechen. Zum Beispiel benötigen wir eine Verkehrswende. Dafür muss der ÖPNV viel günstiger und komfortabler werden. Wie wollen wir das umsetzen? Wie wollen wir erreichen, dass viel mehr Leute auf die Schiene und den Bus umsteigen? Ja, ich denke, wir haben ja in Baden-Württemberg schon angefangen, Strukturen zu schaffen. Wir haben ja diesen BW-Tarif, wo man ja dann auch zwischen den Verkehrsverbünden problemlos hin und her fahren kann. Aber eins ist natürlich klar, die Taktung muss viel besser werden. Und wir kennen das hier ja auch aus dem Wahlkreis. Es gibt zu bestimmten Tageszeiten keinen Bus mehr. Es gibt Ortschaften, die sind schlecht verbunden. Also wenn ich jetzt mal an Forst und Weiher denke, das betrifft auch SchülerInnen zum Beispiel. Wir haben das Gleiche rund um Philippsburg. Wir haben keine super Verbindung in den Rhein-Neckar-Kreis. Für uns im Wahlkreis heißt das ja, wir müssen viel mehr an die Verbindungen ran. Wir brauchen eine doppelte Taktung, mehr als wir das bisher haben. Vielleicht brauchen wir auch in manchen Bereichen On-Demand-Verkehr.
Mobilitätsknotenpunkte, dass man mühelos vom Zug auf den Bus, auf ein Carsharing-Auto, auf ein Fahrrad einfach umsteigen kann. Und es muss klar sein, es muss für alle Leute zugänglich sein, auch für ältere Leute. Es muss barrierefrei sein und es muss eben auch immer noch günstiger werden, als es im Moment ist. Vielen Dank, Alex. Ich schließe mich an. Ich habe genau dieselben Notizen hier gemacht, wie Nicole gerade gesagt hat. Wir als SPD fordern ja ganz öffentlich und auf unseren Plakaten das 365-Euro-Ticket im Nahverkehr. Das heißt, pro Tag im Jahr 1 Euro für den Nahverkehr. Das sollte leistbar sein. Und für die Leute, die es sich nicht leisten können, gibt es ja wiederum andere Möglichkeiten. Es ist wichtig, dass es niederschwellig ist. Es ist ganz wichtig, dass jeder es erreichen kann. Und so wie ich es vorhin schon gesagt habe, jeder braucht eine Bushaltestelle letztendlich vor der Haustür, nicht ganz, aber halt an zentralen Orten. Und dann muss ich regelmäßig vorwärts kommen, und zwar zu dem Verteiler, zu dem ich hinkommen muss. Es bringt mir nichts, wenn ich eine Dreiviertelstunde in die eine Richtung gonde, um an den Ort zu kommen, den ich mit dem Auto in 10 Minuten erreiche. Ich brauche gute Taktung und eine gute Vernetzung von allen Punkten. Und ich brauche eine Taktung, dass ich zeitnah an meine Zielorte komme. Dazu müssen wir auch die Verkehrsverbünde ein bisschen verschlacken, indem man sie zusammenbringt und größere Verbünde macht, dass man auch gut innerhalb Baden-Württemberg reisen kann. Uli? Zu intelligenten Verkehrsvernetzung ist alles gesagt. Ihr gestattet mir eine Zwischenfrage, die niemand gerne hört. Der ÖPNV ist das Rückgrat der Verkehrsinfrastruktur, das ist überhaupt keine Frage. Was der uns bedeutet, das kann man an einem Projekt erkennen, was der Landtag im letzten Jahr stark gefördert hat. Wir haben in den Verkehrsverbund Stuttgart massiv Geld investiert, um dort das Tarifsystem zu vereinheitlichen, zu verschlanken und günstiger zu machen. Dort funktioniert es, dort ist die Nachfrage da. Wo die Nachfrage etwas dünner wird, müssen wir nachsteuern, müssen flexibel bleiben. Es ist das Thema Shuttlebus und Demand-Bürgerbus gefallen, das kann ich mir vorstellen. Ich kann mir aber auch durchaus vorstellen, dass jemand, der sagen wir mal, dort wohnt, wo die Besiedlung nicht so dicht ist, nach wie vor entweder mit dem Fahrrad oder mit dem Auto, von mir aus auch ein E-Auto für die kleinen Strecken, an einen zentralen Punkt fährt, an einen Bahnhof, an eine Bushaltestelle, wo die Taktung dann verbessert ist. Und wir haben ja im Übrigen auch, was die Verkehrsverbünde anbelangt, nicht nur landespolitisch, sondern auch kreispolitisch etwas getan. Gerade in dem Verkehrsverbund, den die Alex vorhin angesprochen hat, ist der Kreis in die entsprechende Vorlage gegangen. Aber am Ende des Tages muss man sich klar machen, dass das eine die Vision ist, die ist wichtig. Der muss aber auch eine einigermaßen vertretbare finanzielle Darstellung folgen. Und nur das eine ohne das andere, das halte ich nicht für ehrlich. Das ist eine politische Grundsatzaussage, mit der kann ich umgehen, aber die teile ich nicht. Timo? Ich denke schon, dass man Anreize schaffen muss, damit mehr Menschen auf den ÖPNV umsteigen. Die Verbindungen, alles wurde jetzt schon mehrfach angesprochen. Ich habe nur eine einzige Sache, die ich da ergänzen möchte, und zwar, wenn das Land oder der ÖPNV-Partner andere Partner sucht, dann muss man schauen, dass es auch verlässliche Partner sind. Wir haben ja hier das Problem mit Abellio, dass da halt echt ein Problem entstanden ist. Der ist halt nicht zuverlässig, fährt nicht oder wie auch immer. Die Hintergründe konnte man ja in den Zeitungen verfolgen. Also da brauche ich einfach was nützt mir die beste Taktung, wenn der Partner, den ich dort ausgewählt habe, nicht verlässlich ist. Und da ist, denke ich, noch ein Ansatz, wo man, denke ich, schon an einer oder anderen Stellschraube schrauben kann. Wie wollen wir das bezahlen? Könnte man ja zum Beispiel Erhöhung der ultrareichen Steuer machen. Timo, die FDP ist ja nicht dafür bekannt, dass sie dafür ist. Warum? Weil wir einfach auf das Gleichheitsprinzip setzen. Ja? Ich meine, natürlich, wer mehr hat, der kann auch mehr geben. Das Problem ist, die sehr viel haben, die wohnen ja auch schon oder werden ja gar nicht mehr in Deutschland besteuert. Das ist ja das größere Problem. Ich denke einfach, es ist so ein zweischneidiges Schwert. Also wir setzen uns nicht dafür ein, eine ultrareiche Steuer einzuführen, sondern eher auf eine gleichmäßige Verteilung. Und deswegen lehnen wir es einfach ab. Der Gerechtigkeit halber frage ich jetzt die anderen Kandidierenden auch noch. Uli? Eine Gegenfrage ist unverschämt. Sonst hätte ich gefragt, wer ist ultrareich? Das wollen wir aber jetzt diskutieren. Ich glaube, unser Steuersystem schöpft schon in großen Bereichen auch die Steuer und die steuerliche Leistungsfähigkeit ab. Timo hat gesagt, da, wo wir noch etwas nachsteuern könnten, die schlüpfen uns durch die Löcher. Da kann man sicherlich ein Stück weit noch etwas machen. Aber am Ende des Tages ist das auch eine Frage des Nutzers. Ich bin der Auffassung,
Man muss von allem nicht nur den Preis kennen, sondern auch den Wert. Und da kann der Nutzer durchaus auch einen Beitrag leisten. Oder aber, wenn man an die Situation in den großen Städten denkt, beispielsweise Stuttgart, Karlsruhe, Mannheim, wo über einen Mobilitätspass nachgedacht wird, wo man sich ein Stück weit auch einbringen kann, finanziell. Und ich glaube, völlig kostenlos, um es jedem zu ermöglichen. Ich weiß, damit sammle ich keine Punkte, aber das halte ich nicht für richtig. Okay, Alex? Wir fordern ja ein 365-Euro-Ticket. Also es soll ja nicht, ist ja da nicht ganz kostenlos. Tim hat es ja vorhin schon angesprochen, das ist ganz richtig. Wir haben ja unglaublich viele Spitzen, die wir noch nicht abgeschöpft haben. Wir reden ja ganz klar über den Spitzensteuersatz, über eine Erbschaftssteuer, Vermögenssteuer und natürlich eine Finanztransaktionssteuer. Und vor allem die Gewinner der Krise müssen wir mal zur Kasse bitten, weil die gibt es schließlich auch. Und wenn wir die ganzen Gelder noch abschöpfen können, dann sieht der Landeshaushalt schon mal viel besser aus, der Bundeshaushalt natürlich auch. Und dann geht es um die Umlagen, wer wie das Ganze umschichten kann. Ja, also steuerliche Sachen, das ist ja jetzt eher nichts von der Landespolitik, also das können wir ja auch von hier aus gar nicht beeinflussen. Das ist mal das eine. Das andere wäre natürlich auch, wenn wir aufhören, diese klimaschädlichen Subventionen zu machen in fossile Energien zum Beispiel, dann können wir diese Gelder genau nämlich dafür nehmen. Und wenn wir auch Gelder nehmen, die bisher in den Ausbau von Straßen gesteckt werden, anstelle in Schieneninfrastruktur, dann können wir das auch sehr gut umschichten. Vielleicht können wir euch da ein bisschen was mit geben auch, denn Ettling hat zum Beispiel ein E-Ruf-Taxi mit 200 Haltestellen, virtuelle Haltestellen im Stadtgebiet. Da muss man maximal 200 Meter laufen, um hinzukommen. Und vorhin ist einmal gefallen, dass wir doch nicht so viel Geld für den ÖPNV ausgeben können. Greenpeace hat letztes Jahr eine Studie veröffentlicht, in der steht, dass wir mit 46 Milliarden Euro bundesweit jährlich die fossilen Brennstoffe unterstützen, subventionieren. Aber wenn wir auch gerade bei fossilen Brennstoffen sind, da fragen wir uns schon, wie wollen wir eigentlich das Auto dekarbonisieren? Und wie wollen wir die Autoindustrie, die in Baden-Württemberg sehr stark ist, dekarbonisieren? Wir haben ja wiederholt über das Thema Automobilindustrie gesprochen. Ich hatte in meinem kurzen Vortrag die Antriebe und die Tankfüllung nur angesprochen und angerissen. Für uns steht fest, dass es in diesem Bereich etwas tun muss. Uns steht allerdings auch fest, dass das batteriegetriebene Elektroauto eine Variante ist, aber nur eine. Busse und die LKWs, die noch fahren, die nach Auffassung anderer alle auf die Schiene sollen, mal ein kleines Fragezeichen, was die praktische Umsetzung anbelangt, die kommen mit der E-Mobilität nicht zurecht. Worauf wir setzen, sind zwei Dinge. Erstens, die sogenannten Refuels, also aus regenerativer Energie erzeugten Antriebe, die sind im Moment durch die hohen Umwandlungsverluste natürlich noch nicht marktgängig. Das ist eine Angelegenheit der Forschung und langfristig, und dazu gibt es ja in der Bundesregierung Vorstellungen und auch im Land, die Fortentwicklung der Wasserstofftechnologie. Wasserstofftechnologie, die dann durch Elektrolyse dazu führen kann, soweit ich das technisch durchdrungen habe, ich habe andere Talente außer diesen, aber soweit ich es verstanden habe, würde man das ja dann auch entsprechend erzeugen, transportieren und auch speichern können und damit eine entsprechende Reichweite erreichen können. Ja, dann würde ich gerade weitermachen. Ja, wir haben es natürlich auch alle schon mitgekriegt. Unsere Regierung in Berlin hinkt ja auch ein bisschen der Entwicklung immer hinterher, während Automobilunternehmen schon von sich aus ein Ende des Verbrenners festlegen, gibt es immer noch welche, die dem Verbrenner hinterher weinen. In Baden-Württemberg haben wir ja ein Dialogforum mit der Autoindustrie geschaffen. Einfach weil wir ja auch gucken, wie kann man denn die Wirtschaft transformieren? Wie kommen denn die Automobilhersteller genau dahin, dass wir diese umweltfreundlichen Antriebe in Zukunft haben? Und wir dürfen natürlich auch nicht vergessen, da hängen Arbeitsplätze in Baden-Württemberg dran. Und wir müssen natürlich gucken, wie bleiben die Leute in Arbeit, wie können die fortgebildet werden, können die bei geänderter Produktion noch Arbeit finden oder müssen sie einfach fortgebildet werden, um in anderen Bereichen zu arbeiten, gerade was der Umweltschutz ja auch antriggert jetzt auch. Also wir kriegen ja eine völlig neue Industrie.
Zu den LKWs wollte ich noch sagen, natürlich, wir wissen, Wasserstoff ist wichtig, funktioniert aber nicht beim Auto. Das ist gut für LKWs. Wir wissen, wir kriegen nicht alles auf die Schiene. Wir haben aber auch Probestrecken für E-Highways zum Beispiel. Das ist auch was, was wir nicht vergessen dürfen. Jetzt hat Nicole eigentlich schon wieder alles gesagt, was ich sagen wollte. Ich habe ein Moektal-Auto, wo sie die Teststrecke haben für die E-LKWs natürlich. Wasserstoff ist ein Einsatzgebiet für Busse, weil es sollen ja nicht alle auf die Schiene. Wir brauchen ja den individuellen Güterverkehr. Wasserstoff ist gut für die LKWs, weil einfach die Ladekapazitäten größer sind. Das geht beim PKW wohl noch nicht. Ich setze ganz stark auf Forschung, und zwar auf Forschung in Gebiete, die wir heute noch nicht kennen. Power-to-Gas ist noch nicht ausgereift. Da besteht noch Potenzial drin. Ja, nur ganz kurz. Ich möchte einfach zu bedenken geben, dass wir nicht wirklich in den nächsten Jahren auf Benziner- oder Dieselfahrzeuge verzichten können. Wenn man sich einmal überlegt, für Einsatzfahrzeuge im Bereich Feuerwehr, wie soll das funktionieren? Wo wollen die denn im Einsatz laden, ihre Batterie laden? Also wir werden da schon noch auch Innovationen brauchen, um langfristig auch diesen Bereich, den man nicht unterschätzen darf. Also wenn ich mir überlege, ich stand schon ganz viel irgendwo auf Dämmen, da gibt es weiter Breitkörper steckdos. Also man braucht einfach auch weiterhin diese Möglichkeiten. Wenn wir eine Entwicklung haben, eine Innovation, wie es die Alex eben gesagt hat, diese Forschung in diesem Bereich, dann haben wir doch alle was davon. Also dieses Verbot von einer Antriebsart, das finde ich einfach im jetzigen Zeitpunkt noch nicht ausgereicht. Wann soll in Baden-Württemberg kein fossiler Verbrenner mehr zugelassen werden? Also das kannst du doch heute noch gar nicht sagen. Ich weiß noch gar nicht, wie die Forschung in sich entwickelt. Das kann sehr schnell gehen, wenn wir eine gute Weiterentwicklung der E-Fuels oder Wasserstoff oder Batterieelektrik haben. Dann sage ich keine Zahl. Nee, alles, was ich sage, ist falsch. Keine Zahl. Ich bin mir nicht sicher, ob wir es schaffen, aber ich denke, 2035 wäre ein Zeitpunkt, den wir angesehen können. Ja, ich wünsche mir die 2030 ambitionierte Ziele schaden. Wichtig ist auch die Energieerzeugung. Wir haben in Baden-Württemberg 750 Windanlagen. Bis zu 12.000 Windanlagen wären möglich. Bundesweit haben wir nur einen moderaten Windanlagenausbau aktuell. Er müsste, die Fridays for Future haben beim Wuppertal-Institut eine Machbarkeitsstudie in Auftrag gegeben. Die Ergebnisse liegen vor, kann man unter fridaysforfuture.de abrufen. Wir wissen, dass um unser Klimaziel einzuhalten, brauchen wir den 8-fachen Windkraftausbau. Wie unterstützt ihr uns dabei? Bitte um ein kurzes Statement. Also Windkraft dort, wo es Sinn macht, finde ich ihn absolut toll. Wenn dort nicht Waldfläche abgerodet werden muss, wie es zum Beispiel in Kronau, also Nussat-Wald vorgesehen ist, ist das absolut sinnvoll. Man kann auch Windkraft andersweitig generieren, zum Beispiel an den Autobahnen, wo schon einmal viel abgeholzt wurde, nicht Waldflächen dafür abroden für eine Windkraftanlage, die vielleicht nicht wirklich auf nur 80% oder 70% Energieleistung erbringt. Wir haben in unser Wahlprogramm hineingeschrieben, was das entscheidende Restriktion Nebenbürger vorbehalten. Die gibt es immer, brauchen wir gar nicht drum reden. Nebenbürger vorbehalten. Ist der Artenschutz eine entscheidende Restriktion, die viele Windkraftanlagen nicht entstehen lässt. In ihrer Absolutheit Windanlagen verhindert. Ihr wisst es, ein Rotminnan fliegt, die Windkraft ist tot. Das wollen wir ein Stück weit relativieren, ohne es völlig aufzugeben, indem das Ganze in einen Abwägungsprozess hinein übernommen wird und die Dinge gegeneinander abgewogen werden, sodass die absolute Restriktion nicht mehr Platz greift. Das ist ein konkreter Vorschlag. Alles andere wären nur Wiederholungen von Allgemeinplätzen, die erspare ich dir, da seid ihr viel besser im Thema drin. Also es wird immer wieder bei ungeliebten Projekten der Naturschutz vorgeschoben. Natürlich will man den nicht, wir wollen weiterhin den Rotmilan fliegen sehen, den kann ich nicht umsiedeln wie ein paar Eidechsen, es geht ganz einfach nicht. In unserem Parteiprogramm steht drin, strittige Blockaden, wie zum Beispiel die 1 Kilometer Abstandsregel, die viel Windkraft verhindert, muss abgeschafft werden. Die Windkraftoffensive, um neue Standorte zu gewinnen. Und das Planungsrecht muss überarbeitet werden, um Hürden für neue Standorte von Windkraftanlagen zu generieren. Und so wie der Timo gesagt hat, ohne Wald zu verbrauchen, denn der Wald ist so wichtig, vor allem die alten Wälder.
Ja, also ganz klar Position für Windenergie. Wir brauchen da einen stärkeren Kompromiss zwischen dem, was wir brauchen als Gesellschaft, nämlich die Energiegewinnung aus regenerativen Energien und dem Naturschutz. Ich stimme allerdings nicht zu, zu sagen, Wald dürfen wir nicht roden für Windenergieanlagen. Timo, wenn du in dem Wald an der Autobahn gewesen bist, wo die 10 Windkraftanlagen hinkommen, das ist ein Wirtschaftswald, ein schlechter Wald mit vielen kaputten Bäumen. Wenn wir nichts machen, sterben unsere Bäume nur noch schneller. Der Wald ist eh abrodungsreif in den nächsten Jahren, der soll geerntet werden. Also generell zu sagen, Wald darf man nicht ran. Wald ist nicht gleich Wald und der Wald an der Autobahn ist prädestiniert. Näher an der Autobahn, Timo, gibt es keinen Platz für ein Windrad als dieses. Ich positioniere mich auch klar dafür, denn die Technik ist inzwischen so weit fortgeschritten, dass sich diese Windenergieanlagen ebenfalls lohnen würden. Alle umliegenden Ortschaften könnten mit dem zu erwartenden Stromertrag versorgt werden. Ab 2022 herrscht eine Solarpflicht für neu gebaute Industriegebäude oder Gewerbegebäude. Allerdings noch nicht auf Wohngebäuden. Obwohl es Firmen gibt, privatwirtschaftliche Firmen, die sagen, ich baue dir kostenlos eine PV-Anlage aufs Dach, weil ich nehme dann einfach den Strom und verkaufe den. Ab wann kommt endlich die Pflicht für Wohngebäude? Falls die SPD in der nächsten Landesregierung mitregieren darf, gehen wir mal davon aus, dass wir einen Koalitionspartner haben, der unsere Ideale weitgehend teilt. Und dann werden wir das so schnell wie möglich umsetzen, dass wir allen neu gebauten Immobilien, egal ob Gewerbe- oder Privatgebäude, Solar verpflichtend aufs Dach muss. So schnell wie möglich. 2022? Also das ist etwas, was Gegenstand der nächsten Koalitionsverhandlungen sein wird. Da brauchen wir gar nicht drum rumreden. Aber das bedeutet eben auch, dass Sie sich schon längst Leute leisten können, die vielleicht denken, dass sie nicht die finanziellen Möglichkeiten dazu haben. Ne? Also, und trotzdem gibt es noch keine Pflicht. Eben drum muss die Pflicht her. Ja, die Pflicht habe ich vorhin beschrieben. Wir sind eingestiegen, wir sind auf dem Weg. Ich bin nach wie vor der Meinung, dass eine gewisse Offenheit dazugehört und verstehe aber euer Drängen. Ich lasse mich insoweit sozusagen konkret fassen, weil ich jetzt davon ausgehe, dass wir bei den Koalitionsverhandlungen dabei sind, dass das Gegenstand des nächsten Koalitionsvertrags sein wird. Also 2026, okay. Ich sage die gleiche Zahl, 5 Jahre hätte ich jetzt auch gesagt. Ja, und ich sage natürlich, wir wollen mit einem willigen Koalitionspartner das so schnell wie möglich machen und dann gehe ich davon aus, dass wir diese Pflicht 2021 haben. Ja, Nicole, ich würde gerade bei dir bleiben. Jetzt kommen gerade die ZuschauerInnen-Fragen rein. Die ersten, da gibt es eine Frage speziell an die Grünen. Die Grünen haben seit 10 Jahren versagt. Wieso soll sich nun etwas ändern, wenn man sie wieder wählt? Ja, also ich glaube eben nicht, dass die Grünen versagt haben. Es sind viele Dinge, die angekreidet werden, natürlich Dinge, die vom Bund geregelt werden, wo man nur begrenzt Einfluss hat über den Bundesrat. Ich habe das Beispiel mit dem CO2-Preis angesprochen, wo man versucht, über den Bundesrat noch was zu machen. Die Novellierung des EEG-Gesetzes ist ein ähnliches Beispiel, wo man versucht hat, darauf einzuwirken, damit man auch eine Regelung kriegt für die Photovoltaikanlagen, die über 20 Jahre alt sind. Da hat sich ein bisschen was getan, ist leider schlecht. Bei vielen Dingen hängen wir eben vom Bund ab und bei manchen Dingen eben auch von dem willigen Koalitionspartner. Ich habe gerade gesagt, wir wünschen uns für die nächste Legislaturperiode natürlich einen willigen Koalitionspartner, der weniger blockiert, was Klimaschutz betrifft. Und ich sehe ja, dass mehrere Parteien jetzt mehr zum Klimaschutz in ihrem Wahlprogramm drin stehen haben. Manche mehr, manche weniger. Schauen wir, was die Zukunft bringt. Wir Grünen sind willig, wesentlich größere Schritte zu gehen, als es in den letzten 5 Jahren möglich war. Wir benötigen eine Sanierungsrate von 4% jährlich. Aktuell stehen wir bei 1%. Wie erhöhen wir diese Sanierungsrate, um die Heizkosten deutlich zu senken? Und damit eben auch den Energieverbrauch zu senken. Ja, ich denke, dass man da ja einfach auf die Häuslebauer, sage ich jetzt einfach mal, oder auf die Hausbesitzer entsprechend zugeht, denen auch entsprechende Gelder zur Verfügung stellen, also Subventionen gibt. Konkret, dass man entsprechende Sanierungsprogramme einfach auflegt und Subventionen auflegt, wo vielleicht auch günstiger Kredite aufgenommen werden, vor allem unkomplizierter Kredite aufgenommen. Ich setze einfach dafür, dass sich die Häuslebesitzer einfach
unkomplizierter Gelder leihen können und dann entsprechend solche Sanierungen finanzieren können, leisten können. Zunächst einmal in der Tat auch Anreize schaffen, bevor wir sozusagen Verbote generieren. Wir haben ja in Baden-Württemberg schon das Energiewärmegesetz mit den ambitioniertesten Anteilen. Beispielsweise bei einem Heizungsausbau oder Umtausch muss man einen höheren Anteil an regenerativer Energie nachweisen als in unserem Nachbarland. Das bringt mir ungefähr einmal pro Woche ein Telefonat ein, warum das so ist. Da sage ich allerdings, da waren wir ein bisschen ambitionierter. Vorhin ist im Vorspann auch genannt worden das Thema kommunale Wärmeplanung. Die großen Kreisstädte und drüber sind verpflichtet, eine solche Planung aufzulegen. Und das Heizen, das Wohnen ist ja mit ein großer Energiekonsument. Auch da verspreche ich mir ein Stück weit entsprechende Hinweise und die Förderprogramme, die der Timo angesprochen hat, das sehe ich auch als Anreizfunktion, damit man etwas tut. Es muss auch darstellbar sein. Wir haben ja schon ein Förderprogramm im Land Klimaschutz Plus für die Kommunen. Da müssen Kommunen natürlich als erstes auch mal vorangehen, denn wir haben ganz, ganz viele kommunale Gebäude, die als allererstes mal saniert werden müssen und fit gemacht werden müssen für die Zukunft. Im Rahmen von dessen müssen Kommunen natürlich das aber auch fördern. Wir haben ja bei uns die Klimaschutzagentur zum Beispiel im Landkreis. Die unterstützt jede Bürger, jede Bürgerin, die willens sind, sich beraten zu lassen für Dämmung, für neue Heizung, für Photovoltaik auf dem Dach. Dieses Angebot müssen die Gemeinden aber auch an die BürgerInnen weitergeben. BürgerInnen unterstützen, ermutigen. Es muss Vorreiter geben. Diese Photovoltaikpflicht ist ein Teil und sinnvollerweise dämmt man natürlich Häuser, macht bessere Fenster rein. Es gibt auch die KfW-Kredite. Es ist vieles nicht bekannt. Es mag vieles auch kompliziert sein. Möglichkeiten gibt es. Wir brauchen ja eine klimaneutrale Wärmeversorgung auch in den Altbauten. Das heißt, wir brauchen Förderprogramme, die unbürokratisch für die Bürger zu erhalten sind. Ich war selber im Sanierungsprogramm drin. Das ist ein unglaublicher großer Wust an Papieren, die man da immer nachweisen muss, aber es hat sich gelohnt. Ich habe energetisch von oben bis unten alles versorgt und auch eine sogenannte klimaneutrale Wärmeversorgung eingebaut und das ist das, was die SPD möchte. Bei Neubauten keine fossilen Brennstoffe mehr, ein Verbot dessen. Wir brauchen klimafreundliche Alternativen, also Solarthermie, Wärmepumpen, Geothermie im eigenen Garten und natürlich moderne Heizsysteme, indem wir die Anreize setzen und die Leute gut informieren und vor allem den auch plausibel machen. Wenn ich mein Haus energetisch saniere, spare ich ja auch Energie und das merke ich an meinem Geldbeutel, wenn ich das mache. Wir müssen auch umdenken und zwar vor 30, 40 Jahren war der Quadratmeterverbrauch pro Kopf bei 18 Quadratmeter Wohnfläche. Heute haben wir 44 Quadratmeter, dass dieses Leben auch wesentlich teurer ist, das sieht man ja auch. Und wenn ich irgendwann, wenn die Kinder ausgezogen sind, nur noch zu zweit in dem Haus drinne wohne, dann kostet mich das einfach pro Kopf mehr an Energie. Und das muss man in die Leute rein, das muss man den Leuten nahebringen, dass es sich lohnt, für sich selber und energetisch zu investieren, um danach zu sparen. Und dazu brauchen wir unbürokratische Hilfeprogramme, Sanierungsprogramme und das wollen wir auflegen, um dann die Nebenkosten zu senken für alle. Wir müssen den Flächenverbrauch stoppen, denn man weiß, wenn wir den Flächenverbrauch stoppen, dann werden wir auch weniger CO2 ausstoßen, wir werden mehr Wälder haben oder mehr Wälder erhalten können, das heißt, wir werden mehr CO2 speichern können. Der aktuelle Flächenverbrauch beträgt 60 Hektar für Gewerbe, Wohnungsbau, Verkehr und Erholungsflächen. Das sind 60 Fußballfelder voll Natur und CO2-Speicher, die jeden Tag hops gehen. Wie stoppen wir den Flächenverbrauch? Den Flächenverbrauch in dem von dir angesprochenen Sinn stoppen wir gar nicht, weil wir sonst keine Antwort geben auf die Fortentwicklung der Gesellschaft, auf die Bedürfnisse, die Menschen haben, wo sie und wie sie wohnen wollen. Was wir allerdings tun müssen, ist in der Tat die Ausweitung von Baugebieten ein Stück weit stärker zu reglementieren. Da setze ich aber auf die Entscheidungskompetenzen, das Verantwortungsbewusstsein von Gemeinderäten vor Ort. Mit einem Verbot allein kann man diese Frage nicht beantworten. Dazu noch eine Ergänzung. Es gab gerade eine Mini-Umfrage von NTV. Da haben 50% der älteren Menschen angegeben, die inzwischen nur noch zu zweit oder alleine in ihrem Haus leben, dass sie es gerne
gegen eine kleinere Wohnung tauschen würden, wenn sie genauso günstig wohnen könnten? Ja, also da kann ich dem Uli überhaupt nicht zustimmen. Wir können ja als Menschen nicht sagen, wir haben Bedürfnisse und Natur ist uns egal und Naturschutz. Wir wissen schon seit langem, das kann so nicht weitergehen. Wir müssen den Flächenverbrauch stoppen. Das heißt, wir können nicht immer neue Wohngebiete ausweisen. Was wir brauchen, sind intelligente Quartiersplanungen für intergeneratives Wohnen, das die Bedürfnisse aller Generationen erfüllt. Wir brauchen eine innerörtliche Verdichtung der Bebauung auf jeden Fall. Und genau das ist nämlich, wenn ich nämlich eine schöne altersgerechte Wohnung wo finde, die mir nicht mehr kostet, dann bin ich auch bereit, mein Eigenheim aufzugeben. Wenn ich da dafür einen schönen Balkon habe, anstelle meinen Garten, den ich eben im Alter nicht mehr richtig pflegen kann oder will, es geht ja auch um Zeit oder Reisen vielleicht. Dieses Umdenken, das muss stattfinden und ich glaube, das hat schon stattgefunden. Meine Kolleginnen antworten, sie wollen den Flächenverbrauch stoppen, würden aber darauf keine zwingende Antwort aus meiner Sicht. Innenverdichtung vor Außenverdichtung, es geht auch nur, wenn Sie die Menschen mitnehmen. Und es gibt bestimmte Wohnbedürfnisse, die man nach wie vor für meine Begriffe befriedigen muss. Wenn man, es hat ein Koalitionspartner uns vorgerechnet, wie viele freie Flächen in Innenstädten da wären, und hat daraus einfach eine Subtraktionsmethode genannt und hat gesagt, das bebauen wir und dann brauchen wir im Außenbereich nichts mehr. Das halte ich für eine unehrliche Position, weil das außen vor ist, dass das auch durchgesetzt werden muss, dass Menschen da mitmachen müssen, dass man Menschen davon überzeugen muss. Und nach meiner Erfahrung gelingt es nicht bei jedem, es sei denn, man will einen Zwang einführen, die bestimmte Bauformen ausschließen oder überhaupt die Erweiterung einer Gemeinde, die durchaus auch von Zuzügen lebt, verhindern. Da kann man die Position vertreten. Ich vertrete diese Position nicht. Es geht ja nicht darum, das Einfamilienhaus zu verbieten. Es geht darum, kluge Konzepte zu entwickeln. In Deutschland stehen 2 Millionen Wohneinheiten leer. Und dieser Leerstand, den subventioniert die Gesamtgesellschaft, indem man immer weiter Neubaugebiete ausweisen muss. Irgendwann haben wir lauter Dörfer, die aussehen wie ein Donut, weil alle außenrum in den Neubaugebieten leben, aber die Innenräume, die stehen leer. Wir haben hier bei uns auf den Dörfern unglaublich viel unbebaute Grundstücke. Wir brauchen eine Grundsteuer C, damit Bewegung in den Markt kommt, damit es sich nicht mehr lohnt, das Grundstück für den Enkel, der noch nicht mal gezeugt ist, aufzuheben. Die Grundsteuer C ist ein Mittel, um die leerstehenden, aber baureifen Grundstücke zu besteuern, und zwar anders zu besteuern, als sie bisher sind, nämlich momentan gar nicht. Die Grundstücke sind angeschlossen, die könnten jederzeit bebaut werden, weil der Strom und das Wasser schon vor Ort liegt. Ja, also wir brauchen Bewegung auf dem Wohnungsmarkt. Und Nicole hat schon angesprochen, ich tendiere zu einer klugen Leerstandsakquise mit einem Wohnraummanagement. Könnte man sich vorstellen wie eine Wohnraumbörse? Ja, der Flächenverbrauch. Also es ist schon so, dass man ja nicht wirklich jedem Bürger vorschreiben kann, wie er denn sein Zuhause hätte. Das finde ich total falsch und auch nicht der richtige Ansatz. Also wenn ich mir überlege, wie bekommen es vorgeschrieben, dass ich jetzt da so eine Wand haben muss, die man später dann vielleicht reinziehen kann oder noch einen zweiten Eingang. Also ich möchte schon gerne, wenn ich mir ein Haus baue, für viel Geld, heute kostet so ein Haus rund 500.000, dann möchte ich auch selber entscheiden, wie das aussieht. Wie kann man den Flächenverbrauch vielleicht anders da nutzen oder das umwandeln? Der Uli hat es vorhin ja gesagt, wir wachsen stetig weiter, die Industrie wächst, davon leben wir. Wenn man überlegt, ein Bruchsal entstehen, ich weiß nicht, wie viele tausend neue Arbeitsplätze in den nächsten Jahren, die Menschen wollen irgendwo wohnen. Also braucht man ja irgendwo auch Wohnungen. Die werden nicht alle ein Einfamilienhaus kaufen, das ist mir auch klar. Da werden intelligente Wohnkonzepte entstehen, auch im Bruchsal. Aber wir brauchen diese Wohnungen. Bruchsal muss wachsen, die Region muss wachsen, weil sonst kann ich diesen einfach nicht gerecht werden. Wo wir vielleicht eher drüber nachdenken müssen, ist so auch das Thema Aufforstung. Wenn ich irgendwo einen Flächenverbrauch habe, muss ich woanders vielleicht eine andere Fläche freigeben, das aufgeforstet wird, um eben das Klima wieder dadurch entsprechend aufzubringen. Wir brauchen mehr Geschosswohnungsbau. So, und da müssen barrierefreie Wohnungen mit drin sein, damit die Menschen sich auch bewegen können und wechseln können, wenn sie eine Immobilie haben. Cornelius Clausen schreibt, zur Abwechslung mal etwas Konkretes. Was halten Sie von einer EEG-Reform für Solaranlagen bis 30 Kilowatt Peak ohne Gewerbeanmeldung? Das ist nämlich aktuell die größte Hürde. Und auch ohne EEG-Umlage auch für Mieter.
das EEG-Gesetz, das ist natürlich eine Katastrophe. Also diese Nutzung, ab wann ist man denn gewerblich und ab wann nicht. Also das führt natürlich auch dazu, dass wir auf vielen Dächern kleine Anlagen haben, weil genau nämlich die Leute vermeiden wollen, dass sie das gewerblich anmelden müssen. Wir haben das selbst gemacht. Wir haben ja eine größere Anlage. Man kann es machen, es ist mit bürokratischem Aufwand verbunden, aber das ist natürlich was, was sich ändern muss, denn wir müssen dafür sorgen, dass möglichst viel Strom eingespeist wird ins Netz und auch selbst verbraucht, damit wir eben dezentral unseren eigenen Strom machen. Und dafür brauchen wir diese Änderung in dem EEG und dafür brauchen wir halt auch auf dem Bund andere Mehrheiten, denn mit dem, was wir bisher da haben, kommen wir ja da offensichtlich nicht weiter. Den Eigenverbrauch stärken durch Batteriespeicher, die ja jetzt ab 1. März auch gefördert werden. Auf jeden Fall muss das überarbeitet werden, entbürokratisiert werden. Ich sage, kann ich vollkommen zustimmen, würde ich mich auch echt für einsetzen, dass das entsprechend entschlackt wird, vor allem entbürokratisiert wird, weil das sind doch schon Hürden, die ich jetzt gerade persönlich erlebe, wo ich sage, es muss einfach nicht sein. Wir könnten mehr PV-Anlagen auch auf Bestandsimmobilien haben, wenn wir da einen besseren Durchsicht hätte und nicht dieser Bürokratentum. Wer könnte gegen Bürokratieabbau und Entbürokratisierung sein? Niemand. Ich bin aber auch ehrlich, ich durchdringe dieses Thema nicht in Gänze und deswegen erlaube ich mir da auch kein abschließendes Urteil. Ja, danke dir. Ganz genau, mit dem EEG werden die stromintensiven Betriebe subventioniert. Eine weitere Frage von Konstanze Spranger, wann kommt in den Schulen das Fach Umweltbildung? Das ist viel zu grundlegend, um nur in anderen Fächern mitgemacht zu werden. Das Fach Umweltbildung gibt es noch nicht, aber es steht in jedem Lehrplan drin. Bildung zur Nachhaltigkeit. Und es wird auch ab der Grundschule gemacht von den Kolleginnen im Sachunterricht und später dann in dem Fächerverbund Biologie, Chemie, Physik. Vor allem auch in der Gemeinschaftsschule im Bereich Technik, wie es der Timo vorhin angekündigt hat. Also ich weiß nicht, ob es wirklich ein eigenes Fach bedarf, da es wirklich in jedem Bereich drin ist. Vielleicht könnte man den Fokus noch stärker herausheben im nächsten Bildungsplan, der dann kommt, weil ich es schon wichtig finde, dieses Nachhaltigkeitsthema gehört in jedem Bereich hinein. Wir haben es in Fächerverbünden, wir haben es in Physik, Bio schon mit drin. Es sollte meiner Meinung nach noch stärker das Thema Nachhaltigkeit da rankommen. Ein eigenes Fach. Wir haben so viele Anfragen, für wie viele Fächer das es neu geben könnte. Ich glaube, das wäre zu viel. Aber wie gesagt, der Fokus im nächsten Bildungsplan vielleicht mehr auf dieses Nachhaltigkeitsthema, das fände ich schon gut. Ja, ja, wenn zwei erfahrene Pädagogen in diesen Tagen ein Thema mit Kultusbezug ganz widerspruchsfrei positiv bewerten, dann kann ich mich dem nur anschließen. Ja, also Alex, danke. Das wollte ich nämlich auch sagen. Die Bildungspläne sind ja immer ein bisschen älter schon. Das ist ja jetzt nicht, dass die gerade frisch gestrickt wurden. Nichtsdestotrotz bin ich der Meinung, extra Fach brauchen wir wahrscheinlich nicht. Aber wir müssen einen stärkeren Fokus darauf legen. Denn es geht ja auch um eine Ernährungswende. Wir müssen ja auch wegkommen von Massentierhaltung zum Beispiel. Und es muss allen Kindern auch schon bewusster werden, was Ernährung bedeutet. Und das muss dann in alle Fächer rein. Man braucht einfach einen besseren Schwerpunkt. Und ich denke, wir sind da auf einem guten Weg. Da ist Luft nach oben in einem neuen Bildungsplan. Noch eine Frage von Konstanze Spranger. Millionen wurden in Bruchsal in die Geothermiebohrung investiert. Was kommt auf Bruchsal zu, wenn die Lithiumförderung aus Thermalwasser für das Land Bavü interessant wird? Das kann ich nicht abschließend beurteilen, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich mich da nicht eingearbeitet habe in das Lithium-Thema. Man muss es, denke ich, kritisch beaugen und die Augen auch auf Kehl richten, ich habe es ja vorhin genannt. Ich denke, dass man mit viel Bedacht in diese Bohrungen gehen muss, wenn es tatsächlich Tiefenbohrungen geben sollte, da es doch schon Auswirkungen hat, wie man im Moment sieht. Und deswegen bin ich da ein bisschen verhalten, was dieses Thema betrifft. Ich habe einen Anspruch an mich, dass ich mich zu grundsätzlichen Fragen auch immer nur dann etwas positioniere, wenn ich das auch kann. Ich sehe nicht abschließend dazu nicht in der Lage. Ich weiß nur, in diesem Thema Geothermie, Lithium steckt durchaus viel Konflikt. Das zeigen ja die aktuellen Diskussionen. Barkhäusl, Philippsburg, Graben-Neudorf und so weiter und so weiter. Ich kann das abschließend nicht beurteilen. Wenn man aber weiß, unter welchen Umständen Lithium im Moment produziert wird und abgebaut wird, dann muss ich euch echt sagen,
dann muss man darüber nachdenken dürfen. Aber Fragen solcher Art werden meistens von Leuten gestellt, die nicht wollen, dass ich darüber nachdenke. Ich denke aber trotzdem darüber nach. Denn wenn man das sieht und auch bewertet ein Stück weit, muss man ergebnisoffen an solche Fragen nachdenken. Ja, also wir sind ja technisch auch noch nicht so weit, dass man das Lithium extrahieren kann. Da laufen ja im Moment auch Forschungen. Ich denke, wir müssen alle Potenziale nutzen. Also wenn wir an die tiefe Geothermie dran gehen, dann geht es ja da nicht nur um Strom, denn dafür ist es nicht genug. Es geht ja dann auch um Nahwärme und es geht natürlich auch um, dass man kostbare Erden, wie es Lithium ist, auch dann entzieht, wenn man die technischen Möglichkeiten dazu hat. Generell bin ich da aufgeschlossen für Bohrungen im Oberrheingraben. Es gibt ja neue Techniken, neue Untersuchungen, strengere Prüfverfahren sind auch inzwischen verankert. Wir müssen da einfach offen bleiben und sagen, da wo es möglich ist, müssen wir was nutzen, und zwar das komplette Potenzial, das die Technik bietet. Für Bruxa kommt erstmal gar nichts drauf zu, weil das ist ja ein Forschungsprojekt. Wir wollen ja erstmal versuchen, das Lithium überhaupt rauszukriegen. Da gibt es schon Erprobungen. Das Geothermiewerk steht ja auf der Bruchseiter Geweihung schon seit, ich meine, über 20 Jahren. Ich weiß es jetzt nicht auswendig, die Zahl. Das funktioniert störungsfrei. Und das ist, glaube ich, auch das Beispielprojekt für weitere Bohrungen bei uns in der Region. Bei uns in der Region wird ja oberhalb des Granits gebohrt. Und da sind die seismischen Aktivitäten eigentlich auszuschließen, haben mir Leute gesagt, die sich in dem Bereich sehr gut auskennen, Forscher und Menschen, die darin arbeiten. Von dem her bin ich solchen Projekten aufgeschlossen. Was passiert, wenn man jetzt tatsächlich dieses Lithium gewinnen kann? Das so, wie der Uli gesagt hat, wir müssen es nicht von außen importieren, aber die Menge an Lithium, die in Deutschland gewonnen werden kann, reicht natürlich nicht, um den Energiebedarf für die Batterien zu decken. Aber es trägt ein großes Stück dazu bei, und dieses Stück muss nicht mehr importiert werden. Das ist, glaube ich, ein wichtiger Aspekt, den wir durchaus mit beleuchten müssen bei solchen Sachen. Und es kann natürlich auch Einnahmen bringen. Alles, was abgebaut wird, muss versteuert werden, und somit könnte durchaus die kommunale Kasse eventuell gefüllt werden. Ich weiß es nicht genau, aber das ist durchaus möglich. Vielen Dank an euch Zuschauer, dass ihr mit eingeschaltet habt und dass ihr euch für das Klima im Land Baden-Württemberg oder klimagerechte Politik interessiert.